Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute im Sinne des Automatenpirat unterwegs und zwar wieder an unserem Außenstandort. Hier haben wir ja vor kurzem einen Automaten aufgestellt. Thema ist so ein bisschen Nahversorgung, Dorfversorgung sozusagen. Ich als alter Städter aus Düsseldorf haben ja keine Probleme mit Nahversorgung. Bei uns gibt es ja an jeder Ecke irgendeinen Laden. In 5 Minuten Entfernung ist irgendwo ein Aldi oder sonst irgendwas, aber hier gibt es natürlich schon Probleme und da haben wir gesagt, da sind wir dabei. Hier hat sich einiges getan. Wir haben unter anderem hier erst einmal den Automaten auffüllen müssen, weil da gab es tatsächlich Leerverkäufe. Und das liegt bestimmt an dieser schön befahrenen Einkaufsstraße, Landstraße und ich hoffe, ihr könnt trotz der Autos hören, was ich euch sage. Und von soweit alles super. Ich zeige euch mal, was sich hier verändert hat. Da hat sie nämlich eines getan mittlerweile. Und dann lasst euch überraschen. Ja, da sind wir. Also hier ist mein Automat. Wisst ihr ja, also ich selber betreibe ja nur den einen Snackautomaten hier. Und sollte das Projekt hier gut anlaufen, dann werden wir den auch erweitern. Weil grundsätzlich ist der eigentlich für hier zu klein, weil wir haben relativ schnell jetzt hier Leerverkäufe gehabt. KitKat war ausverkauft, Mars war ausverkauft, M&M's waren ausverkauft, die Haribo und so weiter. Und das ist natürlich klar, weil wir haben nicht so viel Kapazitäten. Grundsätzlich, wenn man mehr Auswahl hat, mehr Kapazitäten, ist natürlich das immer ganz gut. Was vor allen Dingen immer geht und was hier auch ausverkauft war, war Red Bull und die Inex Erdbeermilch. Kakao war aber auch nur noch einer da. Also von daher bestens gelaufen. Und in der Zwischenzeit ist hier allerdings ein bisschen was dazugekommen. Die Familie ist wie besprochen erweitert worden um den kleinen Eisautomat. Da hat Lynn natürlich sich direkt mal, meine Tochter ist nämlich dabei. Wir sind auf dem Weg ins große Wochenende. Wir haben ja jetzt Ostern. Direkt mal einen gegönnt. Hier hat sie dann tatsächlich sich mal von dem wirklich pfiffigen Konzept dann ein Eis gegönnt. Und das Ganze ist ja ein Vakuumsystem. Hier wird ja über die Vakuum, Laufeigenschaften da oben, wird dann im Prinzip eigentlich nur der Behälter angesaugt und dann kann der vorne in die Ausgabe transportiert werden. Schön ist jetzt hier auch, hier ist also Nayax im Betrieb, könnt ihr durch die App nutzen. Wird natürlich später an meinem Automaten hier auch kommen, hatte ich nur abgebaut für einen anderen Automaten. Denn Nayax hat doch einige Vorteile, denn ihr könnt ja da auch über PayPal bezahlen oder direkt per Kreditkarte oder über die App. Also das klappt wunderbar. Was dann auch mittlerweile gut gefüllt ist und jetzt müsst ihr mal schauen, der wurde gestern aufgefüllt, ist der Fleischwarenautomat. Und da sind doch tatsächlich die Räuber schon gewesen und haben hier einiges leer gekauft. Also der Automat wurde gestern komplett voll gemacht. Und hier hat man sich das ein oder andere gegönnt. Ich meine, hier gibt es 6 verschiedene Würstchen, muss ich sagen. Also wirklich eine schöne Vielfalt. Dann verschiedene Aufschnitte, Speck, der aufs Grill gehört, ein paar Frikadellen. Hier, also von daher alles da. Ne? Also wenn man hier Bedarf hat, dann kann man sich sicherlich hier kurzfristig ein bisschen eindecken. Was ja auch schon letztes Mal da war, ist der Eierautomat. Der Eierautomat hat jetzt ein bisschen Zuwachs bekommen, denn er hat jetzt hier pro Ei ein Gratis-Ei dabei. Das ist natürlich cool, denn hier wird also quasi Ostern gewünscht. Weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal erwähnt habe, was hier auch unten nämlich versteckt ist. Das darf man eigentlich gar nicht unterschätzen in den heutigen Zeiten, wo ja alles so selten wird. Sind Nudeln. Da sind auch Nudeln. Ich weiß gar nicht, ob die ausgemacht sind. Wir haben ja letztes Mal Eier mitgenommen. Und zwar so ein Kilo Eier. Dass der Hintergedanke ist, dass hier wahrscheinlich die Normgrößen nicht erfüllt werden. Da waren nämlich verschiedene große Eier. Und die haben wir sehr lecker empfunden. Also die Eier sind spitze. Ist dann vielleicht doch ein bisschen anders, wenn die, sagen wir mal, aus einer kontrollierten Zucht kommen. Da schmeckt das ein oder andere Ei dann vielleicht doch noch ein bisschen besser. Also uns hat es hier sehr, sehr gut geschmeckt. Was wir auch noch haben, ist hier vorne noch, steht da am Eingang, der soll dann nachher auch noch in die Nähe platziert werden, ist ein Blumenautomat. Der Blumenautomat hat auch sich sehr gut etabliert. Da sind auch, obwohl er fast täglich gefüllt wird, schon wieder Blumen weg. Das heißt also, hier hat man tatsächlich
hervorragend das Ganze angenommen. In der kurzen Zeit, wo wir hier waren, den Automaten gefüllt haben, waren hier auch etliche Leute. Also hier wurde an unserem Automaten wurde gekauft, an dem Wurstautomaten wurde gekauft. Und wie gesagt, die Lin hat sich ein lecker Eis gegönnt. Ja, das war es dann auch schon. Ich wollte euch nur mal ein ganz kurzes Update gönnen hier von der Aktion. Also gefällt mir richtig gut. Ich habe heute vor allen Dingen auch ein paar Kilometer gespart, weil wir ja im ja, schönen Wetter oder bei schönem Wetter ja auf unserem Campingplatz immer sind. Da haben wir so einen festen Wohnwagen und ich muss hier nur, sagen wir mal, einen minimaleren Umweg machen. Ich spare mir also einen großen Teil der Strecke, weil ich den sowieso fahre. Und so lohnt sich das natürlich und so konnte man hier auch vorbeikommen und dann auch schon mal auffüllen. Normalerweise hätte ich jetzt, wenn dann drei Artikel ausverkauft sind, oder vier waren es ja ganz genau, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt hier nicht unbedingt hingefahren, weil die Kilometer sind dann doch schon anstrengend von Düsseldorf. Ich habe ja einfache Fahrt, 50 Kilometer und hier sieht man dann die Dorfstraße. Ist auch natürlich Motorradfahrer, ist doch wunderbar. Von daher ist das ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt, dadurch, dass ich sowieso hier hingefahren wäre, also die Richtung Niederrhein gefahren wäre, habe ich mir natürlich einiges gespart. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann vergesst nicht einen Daumen hoch und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr weitere Updates haben wollt, hier von dem Projekt und so weiter. Achso, was ich noch nicht vergessen darf, hier wurden auch Rollladen angebracht, denn der André hat zusätzlich zu den beiden Kameras, hat er jetzt auch tatsächlich Rollläden hier angebracht, um nachts die Fläche zu schließen. Das ist ja natürlich sehr positiv, denn dann kann man ein bisschen Vandalismus vorbeugen. Hier ist noch nichts passiert, toi toi toi, aber es gibt einen anderen Standort, wo der Fleischautomat schon mal stand und da ist doch einiges passiert. Also von daher müssen wir da auch immer gefeit sein, aber ist ja gut überwacht, gut kontrolliert, ist auf dem Grundstück von André, da wird schon der Hund aufpassen, der hier ansässig ist. Ne? Also von daher jetzt aber Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Automaten-Techpirat. Tschüss.